Ja,
Nee, dat is niet gebeurd in het begin. Man, haben wir Schweine. Ja. Wir sind wie ein Wirklichkeit, das bei den Boten. Nase zum Lösungs, was wir mal kommen. Nice boy! Oh fuck, schon wieder nicht aufgepasst.
Oh,
Es gibt immer ewig was. Wichtig ist, dass ohne immer Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Vor allen Dingen, vorhin haben sie ja eigentlich fast, der erste Versuch von dem Gegner, haben sie ja fast sie selber geübt.
Ja, man hört alles so schön. Und ihr seid toll. Deutsche Trikot? Neu, von Neuestem? Mama Gag, ich weiß. Ist schon gut. Weil ich die Sascha schon. Ach so. Aha. Das ist nämlich Halbfinale hier. Das ist wie beim für den Aufstieg. Das ist so ein bisschen wie Playoffs. Also du spielst am Anfang deine Platzierung und dann jetzt sind sie im Halbfinale. Und wenn du sozusagen das Finale gewinnst, steigst du auf. Es ist aber irgendwie so, dass in den unteren Ligen sind viele Mannschaften vertreten, die nicht aufsteigen wollen. Und deswegen ist die Chance hoch, dass wir vielleicht eh aufsteigen. Aber theoretisch war das noch der Gegner, den man schlagen muss. Und eigentlich ist es ein sehr schlagbarer Gegner. Also ich stelle mich irgendwie so doof an. Wie heißt die anderen? Berliner SC. Ich weiß jetzt nicht, wo aus Berlin. Ich habe mir eben eine App runtergeladen. Dass ich mit trinken soll. Und jetzt hieß es sogar vor dem Mittagessen noch zwei Gläser Wasser trinken. Schon wieder so ein Ding. Alter, was geht denn bei euch? Ach, das geht auch, ja. Ja, du kannst ihn rausklicken. Kannst ihn auch selber fallen. Ach, wenn ich ihn vorne falle, kann ich auch einfach weiterlaufen. Ja, genau. Meistens wird es genutzt wie so ein Befreiungsschlag. Manchmal kannst du aber auch einen Überkick versuchen. Also du kickst wirklich so hoch oder beziehungsweise so präzise, dass dein eigener Mitspieler nicht wieder kann. Ja, ich glaube, das ist ziemlich außergewöhnlich. Also sowas wird da schon bejubelt. Ja, ist schon eine krasse Sache. Es geht sogar im Football, dass die Defense den Ach, er kickt, okay. Gibt es denn immer so ein Ding dafür? Ja, du kannst es auch auf dem Boden machen, glaube ich, aber kommt eins natürlich so besser. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, letztes Mal war auch beim letzten Team, es war auch immer einer, der die Sache gehalten hat und davor ließ. Okay, krass. Aber das habe ich noch vorher noch nie gesehen. Ja, also du bist jetzt hier, wir sind dann auf der Autospur. Die gucken sich das immer an und auf YouTube kommt es. Aber wir sind hier. Ja. Die meinten schon, da sind schon die lustigsten Gespräche drauf gewesen. Man kriegt 5 fürs Abel und 2 fürs Rüberkicken oder 3. Ja, also ich glaube, man kriegt 5 fürs Abel. Nee, doch, ich weiß es. Ja, und mal gucken, wie viel er jetzt kriegt. Ich glaube, 2. Nach dem Versuch wird immer gekickt.
Aber du kannst doch aus dem Spiel rüber kippen. Und dann gibt es an dich. Aber es ist natürlich auch so, machen die meisten Spiele. Aber ich glaube, so wie ich das eigentlich richtig einschätze, so die wollen auf 4 und kicken, weil sie es halt wahrscheinlich wissen. Sie können das jetzt nicht durchtanken oder nicht schlechter. Versuchen sie Platz zu schaffen, um im Fußball besser Kuchen beizutragen. Ach, hier der. Naja, ich glaube, werden sie. Gut, ich schätze mal, Fabi wird es schon reißen. Hast du die ganze Zeit das Bild gleich oder so? Nee, ich zoome auch manchmal ran, aber ich habe vorhin schon wieder verpasst. Da war es so spannend, aber ich schon wieder vergessen, die Kamera zu bewegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die RU das richtig schaltet. Dass die den Ball mal wegkicken. Das ist auch gespielt. So was ist aber das Beste, wenn wir den Ball heute zurückkicken und dann ist er wegkicken. Das ist wenn die Leute Fußball, wenn die den Ball geholt haben und den dann hinter der Stange zurückpassen aufs Feld und der dann genau die Stange trifft. Und dann die Gesichtsausdrücke dazu, wenn die dann immer so gucken. Voll unangenehm. Ja, wie oft sind welche unter die Stange so runter. Oh, jetzt. Komm. Warum? Ich sehe das aber auch immer nicht. Ist er noch nicht durch? Naja, er liegt ja schon im Normalfeld. Wahrscheinlich war jetzt irgendwer drunter. Oder er hat den Ball fallen gelassen. Oder da ist irgendwas anderes passiert, was regelwidrig. Ich weiß es nicht. Ich bin. Aber guck mal, das Gedränge ist. Also da musst du eigentlich was draus machen. Wir haben auch den Ball. Nico hat den Ball, da links. Und dann müssen die sich binden. Und dann gibt der Schiedsrichter sozusagen frei. Dann darf Nico ihn reinlegen. Eigentlich soll man den Ball gerade reinlegen, aber meistens macht man so Toleranzbereich zu sein. Und dann kämpfen die sozusagen, ringen die darum. Oh. Oh, ey, der. Fehlt der jetzt? Ich dachte schon, der Schiedsrichter. Das sah nämlich schon wieder so aus, weil ich so. Manchmal. Gut, dass er jetzt gezählt hat, weil das ist jetzt wichtig. Weil sonst, wenn man dann auch noch, kennst du ja auch bei jedem Sport, ne? Aber man weiß ich nicht, man kommt da nicht mehr rein, der Gegner ist dominant, der guckt so, wie sagt man das, Höhenflug und so, und du fällst hinten runter. Obwohl du eigentlich besser, vermeintlich besser bist, aber der Kopf ist dann, weißt du, was ich meine? Kennst du doch, wie wenn wir ein 1-0 kriegen und erstmal die Köpfe hin. Ach so, ja. Was eigentlich immer war. Scheiße. Sag Steffen einfach, er soll den Ton machen. Ach, du lädst es nicht. Und böse dann einfach. Ob du die Scheiße oder das schon bei der Tonung. Oh yeah! Aber du siehst ja, was die letzten Bilder. Ja, wo ist das?
Ja, das habe ich mir nicht. Das sind so die Situationen, die ich nicht raffe. Vor allen Dingen, wenn da was passiert ist und die dann da weiter. Okay, ich glaube, er kriegt jetzt. Aber das haben wir alle. Voll geiles Wetter. Ja. War gestern schon im Pool. Echt? Ja, richtig gut. Man ist so niemand in der Fall, gell? Ja, doch, ich glaube, ich brauche die Namen, die sich schon gekriegt haben.
gemerkt. Aber dieses, du soll mal zurückkommen, war ja konserviert. Du sollst nicht zurückkommen, weil du so. Das ist nicht, weil sie, weil wir wichtig sind. Die suchen ja jetzt auch überall. Habe ich immer bei Facebook auf den Plakaten gesehen. Generell ja, bei uns, die suchen irgendwie zwei Trainer, dann haben sie bei uns, bei den zweiten Frauen, direkt ein Plakat gemacht für Spieler gesucht. Das hatten wir ja noch nie, oder? Wir waren eigentlich immer so noch stabil, dass jetzt ein Plakat noch nicht aufgegeben werden musste, oder? Ja, wir hatten ja immer irgendwie Zuwachs, ob es nur einer pro Saison war oder zwischendurch mal. Ja. Steht nicht im Wagen. Ich hab noch gar nicht gesehen. Hey, Gratulier, aber man muss doch sagen, wenn die sich wieder fangen, dann reißen die es. Ja, die haben ja noch versucht gelegt. Die haben keine Nummer mehr. Ja, aber ich dachte, das. Na, und der kickt das auch. Und dann haben sie vielleicht nochmal rübergekickt oder so. Aber theoretisch, nicht nur theoretisch, die Versuche waren ja alle selbstverschuldet, fand ich jetzt, oder? Die waren jetzt alle ein bisschen in den vermeiden können. Bisschen doof gelaufen. Das war ja geil. Oh, dieses Gekick, also irgendwann würde mir dieses Gekick aber auch auf die Nerven gehen. Du willst so ordentlich spielen. Kickt er wieder zurück? Nee? Doch. Denn wann habt ihr eigentlich die elektrische Tafel? Also genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber so 2 oder 3 Jahre. Können jetzt auch 5 sein? Oder nicht? Fußballspiele finden hier gar nicht statt. Nee, die trainieren hier immer. Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube, die dürfen nicht mehr. Die haben ja mal freitags hier trainiert, aber das machen sie nicht mehr. Ich glaube, Bergfeld trainiert. Oder Bergsdorf. Weil Birkenwerder trainiert auf jeden Fall sich bei sich. Und es ist halt was Grünes, also schätze ich mal. Komm, zieh, komm. Ja, und also jetzt ohne wirklich arrogant zu wirken, eigentlich bei dem Spiel in der normalen regulären Saison wäre das jetzt die ganze Zeit so. Welche Liga sind die? Beide regionalen Ligen. Was ist das irgendwie beim Fußball? Sowas wie Verbandsliga? Nee, ich glaube, die ist noch so eine Randsportart, da gibt es nur 3 Ligen, glaube ich. Also es gibt natürlich mehr Ligen, wahrscheinlich Regionalliga. Ach so, wir sind Regionalliga Nordost, dann gibt es wahrscheinlich Süd. Südwest, irgendwas so? Nordwest? Keine Ahnung. Da gibt es zwei zweite Bundesligen, glaube ich. Oder eine? Okay. Also es gibt aber nur 3 Stufen. Okay. Ja, die müssen ein bisschen rot hinten.
Stop!
Schon wieder so. Das verstehe ich auch nicht. Hier hat Levi, er wird runtergeringt und also wie kann dann der Gegner? Ich dachte auch, weil er in die Richtung zahlt. Nee, das ist hier immer anders. Aber was, was kannst du denn als Getackelter falsch machen? Das verstehe ich nicht. Es gibt doch nur, also weil, wahrscheinlich haben sie vielleicht einen scheiß Festhals und wenn du die Shots gibst, dann stimmt. Also muss der eh mal loslassen. Vielleicht hat er ihn zu lang. Vielleicht haben auch die anderen irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie sowas, wenn du im Gedränge dich irgendwie so die Fehlzeichen an den Tag kriegst. Irgendwie. Du darfst ja generell nicht am Hals irgendwie was machen. Du musst ja auch mal rein. Vielleicht so? Vielleicht sind wir auch völlig falsch und am Ende einfach keine Ahnung, was sie auch falsch Komm, Fabi! Aber irgendwie muss der Gegner auch zugelegt haben. Oder irgendwie ist das so, dass er auch nicht lassen kann, dann vor dem Auslegen. Dass wir andere ausgehebelt haben? Oder dass wir ausgehebelt wurden? Schön defensiv ausgearbeitet. Ach so, ja. 3 Jahre. Ja. Das war eigentlich 3 Jahre Torwarttraining. Ja. Wenn ich da war, ja. Lass du dich, ja. Aber das ist mir auch halt auf den Sack. Das Lustige ist, vor allem, wie wir immer reden. Ich habe nie was zustande gekommen. Also, ich denke, es hat Spaß gemacht, da mit uns Torwarttraining zu machen. Weil, wie wir reden, hört sich das immer noch Kreisklasse an. Aber wir haben eigentlich höchstens nur in Berlin gespielt. Hier, Franzi aus Hengstreif, ne? Ach, die, ja. Die wohnt ja bei mir da am Klo. Die ist jetzt schwanger. Schön gewesen. Ja. Was bist du jetzt so, hast du jetzt so dicke mit der? Interessiert dich das ja ein bisschen. Ja, genau. Ich kenne von mir nicht so eine Reaktion wie ich. Oh, schön. Ach, ja. Weiß sie schon, und wie lange? Und du? Und ich denke mir halt. Noch ein Versuch wäre jetzt kritisch. Marci?
Ich fange jetzt erstmal 10 Sekunden im Raum. So schön für die Zuschauer. Ja. Melde dich bei Kim hier immer. Du wolltest doch ein Video machen. Alles gut. Hey, Justin. Hi. Achso, Kimi. Ja? Hast du die Nummer von dir? Mir. Ja, weil mein Betreuer will wissen, also er will die Nummer von dir haben oder von irgendjemand anders. Ich dachte, die kann ich gleich herausfinden. Ja, mach doch. Hey, ich kann die Nummer geben. Oder soll ich dir meine Nummer geben? Dann rufst du mich an. Wie einer von den Dankeschön, Rico, der arbeitet so bei so einem Heim. Und manchmal sind wir, also wir sind jetzt zweimal da hingegangen, haben gespielt und wir haben sofort gestanden. Und Guck doch mal zu Hause, dein Kinderbettchen auf dem Teppich zu wohnen. Aber ich habe auch nicht so einen Plan, wann es bei ihm losgeht. Kimi, wo warst du?
Wirklich? Ja. Ist mein Zelt dran? Ist mein Gegengezogen? Und dann dachte ich mir so, ey, ich war schon weg. Das ist ja nur bei der Jugendweihe nicht 14? Ja. Und da war schon 14. Richtig. Weil ich ihn so zu mir genommen und meinte, Finn, kannst du dich für Fox tanzen? Komm, das zeig ich dir jetzt. So. Ja, wie so ein Waschlappen. Ich musste ihn erst mal den Arm so hochhalten und meine Hüfte und so. Okay, jetzt einen Schritt nach hinten, noch einen Schritt nach hinten. Dann nach hinten war so zur Seite. Ja, genau. Kannst du mal mich anrufen? Er hat ja mein Handy in der Hand. Okay. Ich kann Ihnen sagen, dass er bitte sofort sich da an die Seite abstellen soll. Jetzt kommst du. Der läuft zwar schon, aber kann es trotzdem machen. So. Ich bin die Dritte. Ja, Kimi, kannst du dich jetzt bitte dahin stellen? Ja, dann beeil dich mal, du hast den einen Versuch schon verpasst. Gut, tschüssi. Du hast eine neue Band. Nee, kann ich ja nicht. Doch, ja. Aber wie das? Ja, der Verkäufer meinte auch, du bleibst, bist du mir treu. Ich dachte mir auch so, hätte ich auch während kaufen können, aber naja. Ja, die sind fresh aus. Fresh. 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 Oh, meine Woche, Alter. Ich hatte sie 3 Tage an. Ich hab schon gut, weil am Anfang haben die meinte, ja, das ist so schlecht, ich hab das noch nie gekriegt. Nee, du musst mir sie nicht holen sollen. Dann kriegst du sie nicht. 27,25, das ist doch schon. Es könnte sein, dass ich in die Feuerschale fallen will. Unter Umständen konnte man mich dann zwischen der Glut vorfinden. Sehr gut. Schon wieder, oh Mann, ey, es tut mir leid. Vorwärts, noch eine Gruppe, noch rüber, zweimal ran, zweimal ran, in die Gruppe, in die Gruppe. Ja, also er schützt dich schon ein bisschen, aber ich glaube, es geht auch mit dem, bei dem Helm geht es speziell in die Ohren. Weil wenn du immer dich am Oberschenkel deines Gegners reibst, dann kannst du schon irgendwie das Läppchen verlieren. Oder dir hier auch mal das so abreißen. Oder es gibt doch auch, wie bei Judo-Kämpfern, die haben doch auch mal so dicke Ohren, weil sie ja auch sich auch mal gegen den Kopf treten. Ne? Oder? Ja, keine Ahnung. Oder allgemein, wenn die so ständig irgendwie mit dem Kopf so, dann kriegst du jahrelang schuppern, kriegen die dann so vernarbte. Da hatten wir auch einen Dossier, der war, sag ich, voll gut aus, aber dann sind die Ohren aber dafür so.
Okay, das könnte ja was werden. Ich hab meine Plätze gegeben. Ich hab in dem Das liegt daran. Ich glaube, das liegt daran, dass der Kick, der gerade geschehen ist, nicht im Spielfluss zugehört, sondern dass es nur ein Strafkick war und du dann die Option hast, den auszukicken und dann in und damit. Vielleicht ist der Kick so ein bisschen der entscheidende Punkt, wo ich ihn auch immer. Jetzt haben wir Bock. Timmy, wenn jemand irgendwo reinläuft, dann musst du dich da auch hinstellen. Du hast doch gesehen, dass der Ball nach rechts zu Tom ist, oder? Warum stellst du dich da nicht nach rechts und filmst das? Das ist natürlich so wichtig, ist ja nur. Oh,
Boah, das war jetzt echt gut. Ich bin gestorben. Selten. Ganz selten. Und wenn dann mal so ein Schluck bei 35 Grad im Schatten kommt. Ja, genau, mit dem Wasser. Aber weißt du doch, weil ich glaube, entweder Blau-Gelb oder Stern, die haben so ein Tarnfarben mit uns drauf, die haben so grüne Schwarze. Ja. Und wenn du mir da eine Kunde so nicht da machst, dann sind die Füße. Am besten war denn, als ich die schwarze Pflanze gezogen habe. Du hast ja auch nur das Cappy auf. Nee. Das sieht ja auch scheiße aus. Klaus immer. Das Cappy auf, ja, aber ich feiere, nimmst du meins? Ja, Klaus. Du meinst Klaus. Ja, genau. Das hätte ich auch genau. Kannst du vorher erstmal ausklicken? Abklopfen, dann fällt dann erstmal der Ton ab. Ich sehe das schon. Ja, man kann ja so eine Reise, man hört auch nicht den Traum. Das ist schon einfach ein Traum. Weil manchmal sind die auch so gut. Ich Hast du wieder frei getroffen? Nee, ich war doch ganz schön mit dem Brückentag. Cool. Am Anfang habe ich noch durchhalten können, wenn ich dann nichts ist. Ich könnte auch nicht sehen, was ich Der steht jetzt, wenn du von ganz links guckst, der zweite. Mit den weißen Tapes an den Handgelenken. Also, ich habe gerade mal drei Schritte gemacht, und darauf kann ich auch gut fühlen. Das ist sehr echt.
Thank you.
Ich
Ich frage mich, was bei Rugby passiert, wenn im Halbfinale eins unentschieden steht. Was machen die denn? Verlängerung, oder? Erstmal? Wenn es dann enger. Und wenn es dann. Wenn es dann unentschieden ist, machen die dann Kick-Off? Dann stellen sie Fußballtore hin und machen das Filterschießen. Locker haben die das die ganze Zeit im Training geübt. Kicken? Kicken. Und rennen dann. Aber also mal den ganzen. Kann denen ja auch egal werden, das ja funktioniert. Oder? Also das hilft ja am Ende dann niemand. Komm, Max. So eine leichte Übersprungskante. Wie beim Eishockey hier Brand und Marchand oder so. Das heißt ja Brian. Der Titel beim Eishockey war übertrieben unfair. Aber das geht eben so weit, dass er jetzt nicht mehr von den letzten Spielern zu sagen. Ja, wahrscheinlich, ich glaube, wenn du so emotional bist, so heilig, dann schwingt man das Leben und das Herzschein. Nee, der hat ja das auch nicht besser. Ich glaube nicht, dass da dein logischer Gedanke ist. Das ist doch nur, weißt du, was ich meine? Das ist ja nur ein Punkt, wo der dann so installiert wird. Und nicht von irgendwo, wo man dann, oh, ich kann das. Er ist doch nicht Motivation? Warum machen wir das eigentlich? Die feuern alle aus mit uns. Rugby Union! Wir müssen auch mal anfeuern. Ist doch so, die feiern sich immer an und wir haben hier alle mal auf dem Pfeil oder was? Was ist das? Das ist doch Unterhaltfinale auf heimischem Rahmen. Kann man laut sein. Ja.
Oh nee, man kann sich nicht. Jawohl. Den macht der. Doch. Komm mal. Gleich die Fahne. Gute Junge. Ja,